Herzlich willkommen in Groß-Schönau, Naturpark Zitterauer Gebirge, am Ufer der Mandau, ein Fluss, der ganz bekannt ist hier in der Oberlausitz und viele Orte durchquert. Wir befinden uns im Oberdorf von Groß-Schönau und stehen hier vor dem künftigen Ferienhaus Hexe, das 237 Quadratmeter Wohnfläche hat, aufgeteilt in die Oberbewohnung Froschi mit 127 Quadratmeter und die Unterbewohnung Ella mit 11 Quadratmeter. Das Ferienhaus kann als Ganzes gemietet werden oder auch die Ferienwohnung einzeln. Dabei hat jede Wohnung einen separaten Eingang. Hier sehen wir den Eingang für die obere Wohnung, für die Ferienwohnung Froschi, und der Eingang für die untere Wohnung befindet sich hinter dem Haus. Wir wollen aber am Garten mal anfangen. Hier vorne haben wir den Garten, geht ums ganze Haus. Und der ist unterteilt in zwei Gartenbereiche, nämlich jede Wohnung hat ihren eigenen Gartenbereich, so wie jede Wohnung auch ihren eigenen Eingang hat. Somit wohnt man völlig separat und hat auch seinen eigenen Außenbereich. So, den Gartenanteil, den wir jetzt hier sehen, bis zu diesem Fenster hier, ist eben abgegrenzt. Das wird der Garten für die obere Wohnung. Da ist natürlich dann auch ein Tor drin, wenn man das ganze Haus mietet, dass man dann entsprechend auch den ganzen Garten hat. Hier sehen wir nochmal dieses fast 300 Jahre alte Umgebindehaus. Davon gibt es knapp 800 hier in Groß-Schönau und Waltersdorf. Und das hier wird dann der Garten für die untere Wohnung. Da ist natürlich jetzt noch Baustelle. Da kam dann irgendwann der Winter und wir konnten nicht weitermachen. Das wird dann alles Anfang März passieren. Und hier, wo jetzt hier noch ein bisschen wilde Wüste ist, kommt der Außenwohnpool hin. Hier nochmal der Blick, hier kommt die Trennung des Gartens hin. Hier hinten kommt eine Sitzecke hin. Und hier befindet sich der Parkplatz, oder wird sich der Parkplatz befinden. Hier passen drei Autos rein. Vorne auch nochmal ein Parkplatz am Eingang. Und dann zeige ich euch hier nochmal den Eingang für die untere Ferienwohnung Ornella. Da können wir jetzt leider nicht rein, weil da gerade Baustelle ist. Da kommen wir nicht durch. Deshalb gehen wir ausnahmsweise mal durch den Eingang vorn, wo es eigentlich nach oben geht, um euch diese Ferienwohnung Ornella, die jetzt so gut wie fertig ist, bis auf ein Badezimmer, was noch fehlt, zeigen zu können. Also man sieht, hier kommt auch kein Auto. Hin und wieder fährt mal ein Nachbar vorbei oder das Postauto. Wir haben überall solche typischen Oberlausitzer Umgebindehäuser, in der Regel bis zu 300 Jahre alt. Gehen wir mal rein, weil es ist nämlich auch ein ganz schönes Mistwetter aktuell. Das ist dann hier der Eingang, geht es eigentlich nach oben, aber wir haben auch eine Verbindungstür zur unteren Wohnung und da gehen wir jetzt mal rein. Die ist normalerweise verschlossen, wenn man die Wohnungen getrennt bucht, aber so entführe ich euch mal in dieses wunderschöne alte Haus. So, hier sieht man schon die Treppe, wo es dann nach oben geht. Oben ist noch nicht ganz fertig. Muss unter anderem die Treppe noch gemacht werden. Natürlich, wie das in einem ordentlichen alten Haus ist, hin und wieder knarrt es immer mal. Das gehört einfach dazu. So, jetzt befinden wir uns im Flur. Hier kommt man jetzt eigentlich rein von der Eingangstür, die ich hinten gezeigt habe. Das ist ein großer Flur. Und wir fangen mal im Wohnzimmer an. Das Wohnzimmer ist eine klassische Blockstube, denn so ein Umgebindehaus ist eine Mischung aus Blockbohlenbau, Massivbau und Holzbau. Und die Blockstube ist einfach aus Holz gebaut worden vor knapp 300 Jahren und man hat innen natürlich auch dieses Ambiente. Das Haus wurde so ungefähr 1790 gebaut, laut Unterlagen. Das wird die Wohnstube sein. Ausgestattet mit Biedermeier-Antiquitäten, Fernsehgerät. Hier hat man dann den Blick in den Garten. Das haben wir gerade draußen gesehen.
Kaminofen brennt, das ist natürlich wunderschön im Winter und schafft eine schöne romantische Atmosphäre. Caspar David Friedrich, Kunstdrucke sind überall vorhanden, passt so ein bisschen in den Stil der Romantik. Wir haben sehr viel mit indirektem Licht gearbeitet. Etwas Besonderes darf ich euch hier noch zeigen. Das sind diese sogenannten Ritscheln oder Ratschen. Das sind Oberlausitzer Innenfensterläden. Kennt man ja eigentlich nur von außen. Hat den Vorteil, im Winter hält man so die Kälte, die durch die Fenster kommt, weg. Und im Sommer entsprechend die Wärme durch Sonneneinstrahlung. Wir haben mal bewusst keine Schlafcouch im Wohnzimmer gewählt. Hier ein gemütlicher alter Renaissance-Sessel, wo man sich dann schön mit einem Buch an den Kamin setzen kann. Und da kommen wir auch schon in das große Schlafzimmer. Auch hier haben wir Wert gelegt auf viel Historie, viel Altes. Man sieht hier ein nicht alltägliches Bett, gebaut aus alten Holzbalken, die ebenfalls knappe 300 Jahre alt sind, mal eine alte Scheune gewesen sind, die sind aufgearbeitet worden und zu einem sogenannten Altholzbett, Altholzbalkenbett umgebaut worden. Da kommt auch noch das Einzelbett, wird auch noch so ein, das haben wir dann hier drüben, das wird auch noch aus solchen Balken gebaut. Ja, ein Schaukelstuhl, der stammt jetzt aus 1900. Und von diesem Schlafzimmer hat man dann natürlich auch einen schönen Blick auf die Mandau. Fernsehgerät selbstverständlich in jedem Schlafzimmer. Ja, hier der Garten. Mal nochmal hier rumgucken. So. Als nächstes wollen wir mal in die Küche gemeinsam gehen. Auch da haben wir versucht, mit sehr viel Kraft und Arbeit etwas Besonderes zu schaffen. Hier wollen wir so ein bisschen in der Historie bleiben. Und es sollte nicht einfach nur irgendeine Küche sein, sondern es sollte irgendwie doch schon ein bisschen retromäßig, ein bisschen alt wirken. Muss ja nicht immer das Modernste sein. Hier haben wir den Esstisch für 5 Personen. Die Wohnung ist für 5 Personen ausgelegt. Der Esstisch im Übrigen ist auch eine selbstgebaute Version aus alten Schlossdielen bzw. aus einem alten Schlossparkett, das auch schon 200 Jahre und mehr hat. Schöne große Küche und hier haben wir dann die Küchenzeile mit Geräten, die selbstverständlich neu sind, aber eben in diesem alten Stil gemacht wurden. Eine spezielle Wand. Kühlschrank, Herd, Induktionsherd, Spüle, Geschirrspülautomat, Dunstabzug. Auch das kennt man vielleicht aus alten Küchen in alten Schlössern. Und der Blick zum Garten, wo man natürlich jetzt noch ein bisschen die Baustelle sieht. Und Fernsehgerät in der Küche. Also eine schöne Wohnküche, der man sich auch mehr aufhalten kann als nur zum Essen. So, nächste Station wäre dann unser zweites Schlafzimmer. Das ist dann für 2 Personen. Das ist auch eine Blockstube. Das ist das ganz Besondere an diesem Ferienhaus Hexe hier. Das ist ein Doppelblockstubenhaus. Normalerweise hat man nur eine Blockstube. Auf der anderen Seite ist der massive Teil. Hier haben wir auf beiden Seiten des Hauses diese Blockstubenatmosphäre. Ja, diese wunderschöne Balkendecke. Und auch hier haben wir wieder ein Designbett, sogenanntes Balkenbett, ein bisschen in einem anderen Stil gebaut, dass man eben hier sich wirklich wohlfühlen kann, wie auf einer Hütte, wie in einer alten Holzhütte, wie man das vielleicht sogar aus Österreich oder der Schweiz kennt. Auch hier natürlich die Innenfensterläden, wie sich das in einer ehemaligen Blockstube gehört. Dann können wir auch nochmal einen Blick nach draußen wagen. Da haben wir dann hier eine Brücke, die über die Mandau führt. Das Nachbarshaus. Hier wäre die Einfahrt hinter zum Parkplatz. Und hier, wo man meinen roten Bus sieht, das wäre dann der 4. Parkplatz. So,
Und die letzte Station in der Ferienwohnung Ornella ist dann unser außergewöhnliches Bad. Ja, mit einer freistehenden Badewanne, mit Designheizkörper, mit diesen schönen alten Travertinsteinen, Marmorwaschbecken. Fußbodenheizung. Natürlich Tageslichtbad mit entsprechendem Fenster. Also insgesamt nochmal zusammengefasst, es ist eine Ferienwohnung in der unteren Etage des Ferienhauses Hexe. Sie heißt Ornella. Bietet Platz für 5 Personen. Es sind bis zu 3 Hunde möglich. Man kann auch das ganze Haus mieten. Dann könnte man mit 12 Personen anreisen. Dann wäre diese Tür hier offen. Ansonsten ist diese Tür, die dann zur eigentlichen oberen Wohnung führt, verschlossen und man ist komplett getrennt. Man hat einen eigenen Garten, man hat 2 Parkplätze, man hat ein traumhaftes Bad, man hat historische Betten, man hat eine traumhaft schöne Blockstube und man hat natürlich ab Haus die Wanderwege, die hier im Naturpark Zittauer Gebirge dazu einladen, um einen Urlaub so richtig zu genießen. Supermarkt, Bäcker, alles fußläufig erreichbar, teilweise nur 100 Meter, 300 Meter haben wir schon 3, 4 Restaurants. Also es ist immer eine Reise wert hier bei uns in der Oberlausitz im Dreiländereck Polen, Deutschland, Tschechien. Und ich würde mich freuen, den ein oder anderen Zuschauer dann zur Eröffnung oder ab der Eröffnung am 29.04.23 hier in der Oberlausitz im Ferienhaus Hexe oder in einem unserer anderen Ferienobjekte begrüßen zu können. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß bei der Urlaubsplanung.